Finding a Murderer. Geschrieben von Robinson. Programmierer Robinson. Protagonist Carrington Richardson. Deutsche Übersetzung Marcel Reyes. Ivy Viviana. Marcella Zoe. Und damit herzlich willkommen zu dem Let's Play Visual Novel Finding a Murderer. Ich werde das Wort niemals richtig aussprechen können, ich weiß es. An meiner Seite wieder die werte Julie. Wie immer. Und den Dreambird. Halli, hallo, hallöle. Ja, herzlich willkommen. Und das Projekt ist wieder von meinen Mitgliedern ausgewählt worden. Ich kenne es selbst persönlich nicht und ich wünsche euch allen viel Spaß und... Darf ich noch was sagen? Klar. Ihr kennt es auch nicht. Das klang jetzt so von wegen, wir haben es ausgesucht. Richtig, nein, aber mal abgesehen davon, ich finde ja die Ivy, die sieht toll aus, ne? Ich fand Marcella irgendwie hübscher. Egal, los geht's. Dreambird, müsst du auch noch irgendwas sagen? Ivy hatte mehr aussehensmäßig Persönlichkeit. Danke. Und damit beginnen wir das Spiel. 17. Mai 2006. Carrington, versuch zu verstehen. Es ist doch nur für 10 Tage. Nein, bitte. Lass mich nicht allein. Aber ich muss gehen. Ich wurde von einem sehr wichtigen Mann angeheuert, um dessen Mordfall zu klären. Ich möchte nicht allein sein. Ich werde dich vermissen, Ivy. Ich werde dich auch vermissen, Carrington. Aber ich muss jetzt gehen. Okay, okay. Aber du musst bald zurückkommen. Keine Sorge. Ich werde am 28. Mai zurück sein. Ivy und ich sind nun seit einem Jahr zusammen. Mir fällt es schwer, sie gehen zu lassen. Ich möchte mit ihr gehen, aber ich kann nicht, weil mein Chef Reynolds mir keine 10-tägige Freistellung gewährt. Also bat ich sie nicht zu gehen, aber... Du hast gehört, was sie gesagt hat, oder? Dieser Fall ist sehr wichtig. Also muss ich sie gehen lassen. Ich bin ein gewöhnlicher Mann, aber sie ist eine professionelle Detektivin. Ich muss in 2 Stunden am Flughafen sein, also ich muss nun gehen. Tschüss, Ivy. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich auch vermissen, Carrington. Irgendwie ist Carrington ja mal voll das Weichei, ne? Story immer noch von Robinson. Programmierung immer noch von Robinson. 20. Mai 2006. Ich liege in meinem Bett, in Gedanken bei Ivy. Es waren nun 3 Tage vergangen, seit Ivy gegangen ist, aber... Sie hat mich noch nicht einmal angerufen. Ich weiß, dass Ivy eine gute Detektivin ist, aber wie kann Ivy mich ignorieren? Nur weil sie einen Fall löst? Das bedeutet, dieser Fall ist so ernst, dass sie mich vergessen hat. Oder ihr ist was passiert. Mein Telefon. Ich hoffe, es ist Ivy. Hallo, wer ist da? Ich bin's, Ivy. Ivy, warum hast du mich nicht früher angerufen? Ich war sehr, sehr beschäftigt. Dieser Fall ist sehr schwierig und ich kann nicht, wie versprochen, am 28. Mai zurückkehren. Was? Wie kannst du das sagen? Ich vermisse dich, Carrington. Aber du musst wissen, dass dieser Fall sehr wichtig ist. Ich werde am 5. Juni kommen.
5. Juni. Wie kannst du so etwas sagen? Bitte versteh doch, Carrington. Und ich habe keine Zeit, jetzt zu reden. Ich rufe dich später an. Voll nett. Ja, ne? Warum ist das passiert? Warum ist Ivy fortgegangen? Ivy, ich vermisse dich. Ich sollte nicht so weinen. Sie ist nicht tot. Sie ist in ein anderes Land gereist. Sie wird am 5. Juni zurück sein. 30. Mai 2006. Ivy hat mich nicht mehr angerufen. Warum? Geht es ihr gut? Ich hoffe, sie ist am Leben. Aber was werde ich tun, wenn sie tot ist? Oh, ey. Contenance. Ivy war alles für mich. 7. Juni 2006. Ups. Ivy sollte am 5. Juni zurückkommen. Heute ist der 7. Juni. Ist sie am Leben? Wenn sie tot ist, sollte mir jemand Bescheid geben. Mein Telefon? Ich hoffe, es ist Ivy. Hallo, wer ist da? Hier spricht Marcella Zoe. Sie sind Carrington Richardson, richtig? Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Freundin Ivy Viviana tot ist. Ivy wurde von jemandem getötet und wir versuchen herauszufinden, wer der Mörder ist. Bitte sagen Sie mir, dass das ein Scherz ist. Es tut mir leid, aber es ist wahr. Ich bin eine Freundin von ihr und ich möchte Ihnen sagen, dass Ivy sie immer geliebt hat. Sie sprach immer zu über sie und es tut mir leid, was geschehen ist. Sie werden gebeten, morgen zum Polizeirevier zu kommen. Ich werde sie dort treffen. Wiederhören. Ich kann das nicht glauben. Ivy ist tot. Ivy, ich sagte dir doch, geh nicht. Ivy ist fort, für immer. Ich bin allein. 8. Juni 2006. Ich gehe zum Polizeirevier. Hallo, Carrington. Marcella, also ist Ivy tot? Du hast nicht gescherzt? Warum würde ich über so etwas scherzen? Sie wurde von einem Mann namens Cecilo Prescott angeheuert, um einen Mordfall zu lösen. Aber sie wurde von jemandem ermordet. Ich habe gesehen, wie sie von jemandem mit einem Seil stranguliert wurde, aber ich habe nicht gesehen, wer es war. Wow. Eiskalt. Es war dunkel. Ich wollte ihn mit meiner Pistole erschießen, aber ich hatte Angst, dass meine Kugel stattdessen Ivy trifft. Nachdem er sie getötet hatte, verschwand er. Wir haben ihren Körper. Ich denke, du möchtest ihn dir ansehen, oder? Sie ist fort. Sie wird nie mehr zurückkommen. Ich möchte sie nur vergessen. Ivy war alles für mich. Ohne sie werde ich allein sein. Du wirst nicht allein sein. Ich kann dein Freund sein, wenn du willst. Kann ich dein Freund sein? Und jetzt dürft ihr beiden auswählen. Was antwortet ihr? Ganz ehrlich, das ist so eine billige Anmache. Ich würde alleine schon aus Prinzip und der Trauer wegen, würde ich sagen, nö, ich möchte keinen Freund. Ja, vor allen Dingen, die haben sich, sehen sie da jetzt zum ersten Mal, ne? Richtig. Gut, schade, dass man nicht nur eine andere Antwortmöglichkeit hat, aber ich denke auch, da würde wahrscheinlich das untere wesentlich realistischer sein jetzt als Antwort. Ja. Also von meiner Seite her, ich meine,
Wenn meine Partnerin gerade ein paar Tage tot ist und ich das jetzt eben erst erfahren habe, würde ich es auch nicht sagen, so, oh komm, mach ich mit dem Nächsten rum. Das wäre hart. Vor allen Dingen, aber wieso, ja gut, Freund, warum sagt sie Freund und nicht Freundin? Also ich meinte halt kumpelmäßig wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber dadurch, dass es eben so schwammig ist und weil, ach, deine Freundin ist tot, aber weißt du was, du bist ja nicht allein, dann bin ich halt dein Freund. Das ist so, wo ich sage, die Frau ist sehr merkwürdig. Die ist sowieso merkwürdig, aber okay. Vielleicht war sie gar so diejenige, die es umgebracht hat. Ja, ungefähr, ja. Erinnert euch an den Titel, wir sollen wahrscheinlich den Mörder bald finden. Ja, also ich würde tatsächlich das Letzte sagen. Jo, mach mal. Alles klar, also stimmt ihr alle dafür? Ja. Das hier. Gut. Ich möchte keinen Freund. Ja, aber warum? Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich war eine Freundin von Ivy. Warum also können wir keine Freunde sein? Bitte lass mich dein Freund sein. Okay. Oh, lol. Ich werde darüber nachdenken. Aber wir können nur Freunde sein. Mehr nicht. Ist doch auch nicht fair. Ja. Danke. Ich werde dich bald anrufen. Ich muss Ivy vergessen. Wenn ich sie nicht vergesse, werde ich immer traurig sein. Ivy, warum? Warum hast du mich allein gelassen? 11. Juni 2006. Mein Telefon? Hallo? Wer ist da? Carrington, hier ist dein Boss, Reinald Acton. Boss? Du bist seit 2 Tagen nicht zur Arbeit gekommen. Warum? Boss, ich bin nicht gekommen, weil Ivy tot ist. Wer ist Ivy? Sie war meine... Das kümmert mich nicht, wer sie war. Ich will, dass du heute zur Arbeit kommst. Jetzt, falls du im Bett bist, steh auf. Wenn du heute nicht kommst, bist du gefeuert. Sehr freundlich. Ich muss also heute zur Arbeit gehen. Wenn ich nicht gehe, werde ich gefeuert. Ich möchte diesem Reinald Acton eine reinhauen. Mach doch! Jo. Genau. Hätte er verdient. Ach, mein Telefon, schon wieder. Hallo? Hallo, Carrington. Ich bin es, Marcella. Marcella, was willst du? Ich weiß, dass du sehr einsam bist. Also möchtest du heute zu einem Picknick gehen? Meine Güte, das ist überhaupt nicht auffällig, ne? Die baggert drauf los, so. Kaum ist die Alte schon kalt, weiße, geht's hier los, ey. Ein Picknick kann dir helfen, Ivy zu vergessen, und du kannst lernen, ohne sie zu leben. Picknick? Aber wenn ich nicht zur Arbeit gehe, wird mein Boss mich feuern. Was soll ich tun? Und die Frage gilt euch. Zur Arbeit gehen. Dreambird? Also, da müsst ihr jetzt erstmal drüber nachdenken, weil denn jetzt zur Arbeit gehen, sag ich mal, und klar, es wäre scheiße, wenn man jetzt nicht zur Arbeit geht, weil man dann gefeuert wird. Andererseits, ehrlich gesagt, wenn er jetzt zur Arbeit geht, ob er dann überhaupt seine Arbeit vernünftig machen kann. Und dann so mit so einem Boss, ehrlich gesagt, und nachher haut er ihm dann wirklich eine rein, dann ist er auch gefeuert. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das tun sollten, wenn ich ehrlich bin. Zum Picknick gehen, okay, ist natürlich auch, er sollte sich eigentlich nicht auf sie einlassen. Ja, wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, nicht zur Arbeit gehen und auch nicht zum Picknick gehen, dann würde ich die nehmen. ja, die gibt es ja leider nicht. Von daher... Ja, schwierige Sache. Ich bin erstmal so frei und sag mal das Gegenteil. Hm,
Super. Das heißt, ich muss jetzt wieder entscheiden. Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, würde meine Frau, wenn ich eine hätte, tot sein, würde ich nicht die Gedanken für die Arbeit haben und ich würde auch es, klar, man kann ja, es bringt halt nichts, tagelang, jahrelang hinterher zu trauern, man sollte auf jeden Fall lernen, dass das Leben weitergeht für die Übrigbliebenen. Deswegen würde ich halt eher zum Picknick tendieren, weil, ja, gute Freunde braucht man immer. Und auf den Chef kann man verzichten, weil bei so einem Chef, der dich respektiert, wenn ein Todesfall passiert ist, kann man verzichten und dann kann man auch zu einem besseren Chef gehen, mit einer besseren Arbeit, umgekehrt. Ihr wisst. Wenn es okay ist für euch. Ja, ich denke mal, du würdest wahrscheinlich auch eher das Leben zu gar nichts gehen, aber... Ja, ist halt nicht auswählbar, ne? Ja. Na gut. Ja, dann mach mal. In Ordnung. Ich gehe zum Picknick. Gut, ich komme in 10 Minuten zu deinem Haus. Frage. Ja? Woher weiß die, wo der wohnt? Gute Frage, ne? Vielleicht hat ja, sie ist ja Freundin von Ivy gewesen. Vielleicht hat sie ihr das irgendwie erzählt. Maybe. Vielleicht, aber auch nicht. Richtig. Ja, möglicherweise. Na gut. Bald kam sie in einem Auto an und wir gingen zum Picknickplatz. Dieser Ort ist wunderschön. Du warst schon mal hier, oder? Ja. Ich bin immer mit Ivy hierher gekommen. Du sagtest, du wolltest Ivy vergessen. Ja, nicht mal eine Minute ist es her und ich durfte schon die extra Entscheidung wählen. Ja, aber das ist doch cool. Ich finde das gut. sind das jetzt 4 verschiedene Antworten? Nee, 3. 3. Okay. Ich möchte vergessen, es ist schwierig. Lass uns essen. Ich kann sie vergessen, nicht jemanden, der mich so liebt, wie sie es tat. Okay. Ich denke, das sind noch mehr Auswahlmöglichkeiten und auch gute Auswahlmöglichkeiten im Vergleich zu die bisherigen. Ja, da hast du wohl recht, das stimmt. Also ich persönlich kann mich gerade nicht so recht entscheiden zwischen dem ersten und dem zweiten, weil ich persönlich bin ein Mensch, ich sag dann immer, ja komm, hör auf zu reden, lass uns irgendwas anderes machen. Aber andererseits kann ich es auch verstehen, dass das Vergessen so schwer ist, deswegen kann ich mich halt gerade nicht entscheiden. Ich denke, man sollte die geliebte Person auch nach dem Tod nie vergessen. Also sollte schon in Erinnerung bleiben, ohne mehr. Ja, natürlich. Ja, richtig. Ich muss mich mal so reinversetzen, versuchen mal reinzuversetzen in die Situation. Ich denke auch, dass niemand irgendwie genauso lieben kann wie die, ich sage es einfach mal hart, Vorgängerperson. Ja. Nö, auf eine andere Art und Weise dann halt wieder, ne? Richtig. Na, wenn sie jetzt sagen würde, lass uns essen, würde auf das, was sie gesagt hat, nicht eingehen. Das finde ich jetzt auch nicht so schön. Deswegen bin ich für die Antwort 1. Judy, was denkst du? Ja... Ich kann mich nicht entscheiden. Entscheide du. Ach Mann, das ist so schwierig. Aber weil es schwierig ist, würde ich sagen, nehmen wir Antwort 1. Gut ausmanövriert. Ich hoffe, du kannst Ivy bald vergessen. Denke nicht an sie, wenn du sie vergessen willst. Nun, lass uns essen. Jetzt sagt er das doch. Ja, der aber alte Halunke. Na gut. Okay, ich bin bereit. Das klingt jetzt aber falsch. Ja. Ich hab dir leckeres Essen mitgebracht. That's what she said. Marcella hat viel leckeres Essen mitgebracht. Ich genoss das Essen.
Ich hoffe, ich kann wieder mal Picknick mit Marcella machen. Okay. Ich weiß, dass ich gefeuert werde, weil ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Mein Telefon? Ich glaube, es wird wohl Reynolds sein. Hallo. Du bist gefeuert, Carrington. Aber Boss, ich konnte nicht kommen, weil ich zum Picknick mit Marcella gehe. Sorry, ich muss lachen. Wenigstens ist er ehrlich. Ja. Sorry, das konnte ich jetzt nicht verknallen. Nee, das ist okay. Auch so selten dämlich, da kann man nur drüber lachen. Er ist, wenn er das gesagt ehrlich hätte, ich konnte nicht kommen, weil meine Freundin gerade gestorben ist, okay, aber... Okay. Wer ist Marcella? Und Arbeit ist wichtiger als Picknick? Aber Boss, Sie wissen, dass Ivy... Ruhe. Alles, was ich zu sagen habe, ist lebe wohl. Gibt's doch keine Kündigungsfristen. Okay. Erst verliere ich meine Ivy. Jetzt verliere ich meinen Job. Du bist halt scheiße. Danke. Nein, nicht du. Womit verdiene ich jetzt meinen Lebensunterhalt? Werde Detektiv. 25. Juni 2006. Ich habe einen Job als Gärtner in einer kleinen Gärtnerei bekommen. Das ist auch nett. Ja. Ja, warum nicht, ne? Ich denke, ich bekomme genug Geld, um mich selbst zu ernähren. Heute habe ich frei, deswegen gehe ich in der Stadt spazieren. Carrington, ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich habe meinen Job verloren. Nun arbeite ich als Gärtner. Was? Du hast deinen Job verloren? Das sind schlechte Nachrichten. Ich finde es schön, dass wir mal ein Spiel erwischt haben mit mehreren Entscheidungsmöglichkeiten. Sehr vielen Entscheidungen, ja. Das gefällt mir auch sehr gut. Tja. Also Hunger hätte ich schon. Also wenn ich jetzt wissen würde, wie sie das gemeint hat, du hast deinen Job verloren, ist nicht schlechte Neuigkeiten, so nach dem Motto, jetzt bist du nicht mehr so interessant für mich, weil du nicht mehr so viel Geld kriegst oder keine Ahnung. Ja, doch, neuen Job. Ich frage mich gerade viel mehr, wenn er sagt, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen, ob er sie dann mitnimmt. Weil das möchte ich nicht erreichen. So hört sich das für mich jetzt nicht an, also. Sonst hätte er was gesagt. Also das glaube ich nicht. Er wird dann wohl alleine nach Hause gehen. Oh. Außer sie sagt dann noch, ja, nimm mich mit oder so. Keine Ahnung. Ja, davon gehe ich nämlich so langsam aus, so wie sie immer rumbaggert. Ich bin Bodo mit dem Bagger und ich bagger noch. Nein. Also ich würde schon einen Happen essen. Ja. Er wird sicherlich Hunger haben, also. Ja gut, dann gehen wir alle mal Mittagessen. Alles klar. Was gibt's denn? Spaghetti mit Bolognese-Sauce. Nehme ich gerne. Jo, aber bitte keine kalten. In Ordnung, Carrington. Lass uns Mittagessen gehen. Worauf die beiden jetzt anspielen wollten, ist, ich habe gerade einen Topf kalte Spaghetti neben mir stehen, deswegen kam gerade dieser Kommentar von Dreamy. Jo. Nachdem wir in einem Restaurant gegessen haben... Du verdienst nicht viel, weil du ein Gärtner bist, also werde ich für uns bezahlen. Ach, das ist aber nett. Das ist lieb. Alles Masche! Ah, oho, also heute werden wir echt überschlagen an Möglichkeiten. Ich bin fürs Letzte. Ja. Also, bin ich auch. Ich bin auch der Meinung, selbst wenn die Frau es anbietet, sollte der Mann immer bezahlen. Das finde ich, immer würde ich jetzt nicht sagen, aber in dem Falle. Ja. Ja.
Aber ich verdiene viel mehr als du. Angeberin. Echt mal. Aber ich möchte bezahlen. Also werde ich bezahlen. Mit dir essen zu gehen hat Spaß gemacht. Ach, mir auch. Ich denke, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Jetzt sagt er das doch. Ja, also aber später halt, ne? Ja, aber ich meine, dann will ich noch was essen können, ist auch gut. Bevor du gehst, möchte ich dich etwas fragen. Was? Kommst du heute Abend zu mir zum Abendessen? Wer ist die dreist, ey? Emma, volles Rohr hier. Ich mag Direktheit, aber das ist ein bisschen früh. Naja, es geht ja nur ums Abendessen. angeblich zumindest. Also ich würde direkt Nein sagen, wenn ich er wäre. ja, gut. Ich meine, es hat ihm gefallen. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen... Ja, diese Probleme ist halt bei solchen Spielen immer, man hat immer nur zwei vorgegebene Antwortmöglichkeiten und kann die Antwort sich nicht selbst zusammenbauen. Richtig. Also ich an seiner Stelle hätte jetzt gesagt, so nach dem Motto, ja, danke für dein Angebot, aber das ist mir jetzt ein bisschen früh mit abends vorbeikommen und so, deswegen nein. Aber gut, dann lassen wir es eben bei nein. Gut, also für meinen Teil, ich sag mal so, ich kann kein Essen ausschlagen. Also ich bin ein Mensch, ich bin ein Mann, ich esse gerne. Also sie hätte dich jetzt am Haken. Sie hätte zumindest für mich gekocht und ich hätte das nicht gefuttert. Ja, Liebe geht durch den Magen, schon klar. Ja. Ich muss sie nicht lieben, wenn ich esse. Das stimmt, aber vielleicht hinterher. Das ist dann der Nachtisch. Okay, oh, wir machen mal weiter. Also einstimmig auf Nein. Ja. In Ordnung. Ich gehe dann jetzt. Warum kann ich Ivy nicht vergessen? Warum? Werde ich allein leben müssen oder werde ich jemand anderen finden? Nicht, wenn wir es verbauen. Ja. Nein, ich werde niemand anderen finden. Ich werde immer allein sein. Sag ich doch. Trauriges Ende. Ja, ja, Leute. Ich denke, vielleicht haben wir sie doch falsch eingeschätzt, die gute. Ich denke mal, ich werde das so machen. Wenn ihr Zuschauer da draußen auch die anderen Endings, ich weiß nicht, wie viele es gibt, sehen möchtet, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Andernfalls werden wir dieses Projekt jetzt beenden. Und wir uns da. Ich bin dagegen. Ich bin auch dagegen. Okay, ich möchte auch die anderen Enden sehen. Ich auch. ich mache eine kurze Kriegsberatung. Einen Moment. Nach einer kleinen Kriegsberatung haben wir beschlossen, dass wir noch schnell das andere Ending zeigen. Und ja, ich klicke erstmal weiter. So, die erste Entscheidung ist diese hier gewesen, erinnert euch. Und wir haben ja gewählt, nein, ich möchte keinen Freund. Ja. Jetzt machen wir mal, okay, du kannst mein Freund sein. Danke, ich werde dich immer glücklich machen. Ich muss nun gehen, ich werde dich bald anrufen. So, wir haben eine Entscheidung übersprungen, aber auch nur, weil wir wieder zum Picknick gehen wollten, denn wir wollen jetzt ein Ending versuchen zu ergattern, falls das geht, dass wir nur für Marcella da sind und deswegen haben wir ja wieder das Picknick gewählt und deswegen werden wir jetzt, ich kann es hier vergessen, wenn ich jemanden finde, der mich so liebt, wie sie ist, werden. Was? Wie wäre es dann mit mir? War so klar. Yes. Arschklar. Wenn ich dich lieben kann, wie Ivy es tat, wirst du mein fester Freund werden. Oh. Die ist sowas von direkt, das ist unglaublich. Ja. Ich mag Direktheit.
aber ich kenne dich nicht gut genug. Wenn ich dich besser kenne, werde ich entscheiden. Nein, wir entscheiden. Jetzt ist es Zeit fürs Essen. Okay, ich bin bereit. Und wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück und diesmal mit der letzten Entscheidung. Und diesmal werden wir, ja, werde ich entscheiden, dass es zum Abendessen gehen. In Ordnung, ich gehe dann jetzt. Okay, das ist derselbe Text. Ja, guck mal erstmal, was kommt. Warum kann ich Ivy nicht vergessen? Warum? Werde ich allein leben müssen? Oder werde ich jemand anderen finden? Ich habe Marcella versprochen, mit ihr zu Abend zu essen. Also sollte ich bald zu ihrem Haus gehen. Vielleicht kann Marcella Ivys Platz übernehmen. Boah, das klingt hart. Mhm. Hui, was ist das für ein Bett? Alter, oh. Hey, hey, hey. Du bist da, Carrington. Würdest du gerne etwas vor dem Essen machen? Wow. Oh mein Gott. okay. So, ja, das Spiel geht doch noch weiter. Freut mich. Okay. Oh, ja, Dreamy, bitte. Ich wäre für die zweite Entscheidung. Sehr gut. Alles klar. Eine gute Wahl. Ich möchte dich küssen. Das ist okay. Sehr gut. Oh mein Gott, das ist irgendwie, ich weiß nicht. So voller Freude. Na dann. Okay, na dann. Okay, ich mach nochmal richtig. Warte, okay. Warte, kann ich es irgendwie zurückspulen? Na egal. Ja, die Antwort ist ich doch. Kann schon. Okay, na dann. Du kannst mich küssen, Marcella. Ich würde dich gerne küssen, Carrington. Müssen wir uns jetzt echt hier so... Na, egal. Marcella küsste mich. Oh. Ich wurde nie zuvor so geküsst. Ernsthaft? Ich muss dir etwas sagen, Carrington. Oh, war ja, jetzt kommt's. Ich krieg von dir! Nein, Quatsch. Was? Ich ahne, was jetzt kommt. Der Fall, für den Ivy angeheuert wurde, war nichts als eine Falle. Cecilio Prescott ist in Wahrheit ein Verbrecher und er wollte Ivy töten. Deswegen sagte er, hätte einen Fall für mich und sie. Wir gingen zu seinem Haus. Wir redeten mit ihm. Plötzlich zog er seine Pistole heraus und erschoss Ivy. Ich bekam Angst. Er sagte, dass er mich nicht töten wolle. Er sagte auch, dass ich dich töten müsste, sonst würde er mich töten. Wow. Ich hab's doch gleich gewusst. Steckt mit drin. Ich bin ein Feigling. Ich wollte dich töten, anstatt alles der Polizei zu erzählen. Deswegen ist sie so rangegangen. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich dich töten kann. Warum? Ich habe mich in dich verliebt, Carrington. Ich werde alles der Polizei erzählen und Cecilia Prescott wird verhaftet. February 22, 2007. Hey, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ne? So wurde Cicillo verhaftet und bald am 10. September 2007 heiratete ich Marcella. Wow. Sie riskierte ihr Leben dabei, alles der Polizei zu erzählen. Wir nannten unsere Tochter Ivy. Wow, das geht aber richtig schnell jetzt. Echt mal. Heute wird sie 3 Jahre alt. Wow. Warte mal. Rein rechnerisch kommt das nicht hin, aber okay. Nee. Nee, nicht wirklich. egal.
Aber ich werde Ivy Viviana. Viviana? Niemals vergessen. Wow, das ging schnell. Ich war's nicht. Ich werde mich immer an Ivy erinnern und ich werde nicht länger um sie traurig sein. Sie hat ewigen Frieden gefunden. Aber ich werde dich immer vermissen, Ivy. Bestes Ende. Daumen nach oben. Da gibt es bestimmt auch noch andere. Wenn das das Beste ist und das andere das Traurige, gibt es bestimmt auch noch andere Enden. Denke ich. Ja, aber auf jeden Fall, bestes Ende ist ja cool, ne? Ich denke mal, mit diesem Ende bin ich auch zufrieden. Wir haben nämlich mehr über die Mördersache erfahren. Eigentlich ein gutes Ende. Richtig. Richtig, wir haben den Mörder doch noch erfahren, zumindest. Wir haben neues Speedrun-Rekord. Ja. Aber ehrlich, also ich fand wirklich dieses, wie sie da agiert hat, wie, was sie gesagt hat und so, das war sowas von übertrieben direkt. Es war irgendwie ein bisschen unrealistisch. Von sich und auch ein Spiel. Ja, und auch seine Antworten. Ja, Spiel, man soll unrealistisch, soll man nicht bei Spielen kommen. Ich weiß, das weiß ich nur zu gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also, ob das wirklich so gewollt war oder keine Ahnung. Also, ich glaube, klar, das war sie halt. Sie war so direkt natürlich, weil sie erst vor. Aber tut sich die Frage ist, an welchem Punkt hat sie sich in ihn verliebt? Ja. Und bis zu welchem Punkt wollte sie ihn ursprünglich noch umbringen? Das ist die Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Aber das werden wir wohl nie erfahren, denn es gibt leider keinen zweiten Teil. Nee, aber wie gesagt. Interessant zu wissen, wäre es schon. Interessant zu wissen, wäre es schon, ja. Na gut, aber wie empfandet ihr das Spiel? Bis auf dieses übertrieben Rangehen, wo wir auch wissen jetzt warum, war das eigentlich nicht schlecht. Ich fand das auch von Dreamy gut gesprochen mit dem trauernden Partner. Oh ja. Es ist halt eine Situation aus dem Leben, ne? Mehr oder weniger. Ja, ich habe mir vorher ein bisschen was anderes runter vorgestellt. Ich dachte, es ging wirklich mehr so ein bisschen, ja, hier Mörder rausfinden selber und so, ne? Habe ich auch erst gedacht. Dachte ich. Aber so war es ja dann doch nicht. Ich werde mal. Aber es war trotzdem nicht schlecht, also, ich sag mal, ich hab. Ja, so wie es am Ende rauskam, habe ich es mir jetzt nicht gedacht, aber ich habe mir halt schon gedacht, dass sie, sag ich mal. Mit drin steckt. Irgendwie, ja, das nicht so einfach macht, weil sie ihn angraben will bis zum geht nicht mehr, sondern dass da was anderes noch dahinter. Ja, ich habe am Schluss, wo ich am Schluss gesagt habe, jetzt kommt das. Da habe ich nämlich gedacht, ich habe gedacht, sie hätte vielleicht Ivy umgebracht. Das habe ich auch gedacht, da muss ich dir zustimmen, ja. Ja. Dachte ich auch, dass sie irgendwie halt die Mörderin war, ja. Also ich muss sagen, ich fand das Spiel auch schön. Natürlich wieder ein kurzes Spiel, aber das ist ja nicht so das Schlimme. Ich habe mal direkt noch eine neue Frage, die ich jetzt ab sofort am Ende immer einbringen werde. Wie fandet ihr denn die Szenenwahl, also die Bilder, die wir gesehen haben? Oh mein Gott, ja, was war denn das? Also ich fand, die Hintergründe waren eigentlich sehr schön. Auch jetzt gerade beim Picknick, das war ein sehr schöner. Und auch hier, das sehr schönes Hintergrundbild. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Ja, du kannst dich ja schon mal ausklinken oder muten oder so. Ja, bis gleich. Ja, ich finde die Hintergründe auch wirklich schön, aber ich war ja auch so bei Katawa Shoujo, was ich bei Dreamy mitgemacht habe, fand ich das auch sehr schön mit den realistischen Hintergrundbildern und die Figuren davor gesetzt, fand ich gut. Ist ja hier auch ähnlich gewesen. Ja, also ich fand die Bilder auch schön. Ich hätte allerdings mir ein paar mehr Bilder so als Abwechslung gewünscht, aber gut, es ist ein kurzes Spiel von Fan programmiert. Ja. Und ich denke mal, dass dafür reicht es voll und ganz aus. Und mir hat es gefallen. Ja, mir auch. Ich denke mal, dem Dreamy auch.
Jo, also mir hat das Spiel auch gut gefallen eigentlich, auch wenn es jetzt nicht so abgelaufen ist, wie ich das vorher eventuell so ein bisschen vorgestellt habe. War interessant, war ein bisschen, ja, war auch ein bisschen mysteriös halt, ne? Was hat's mit dem Mädel auf sich und so? Ich fand es sehr schön, dass sehr viele Entscheidungen zu treffen waren. Die haben jetzt natürlich keinen so großen Einfluss gehabt, aber wie wir gesehen haben, wir konnten ja, haben ja zwei Enden gehabt. Ich denke mal, es wird auch noch ein weiteres mindestens geben. Das ja. Könnt ihr dann, wenn ihr das mal selbst spielt, erforschen. Vielleicht werde ich mir das sogar selbst mal besorgen und nochmal ausprobieren. Hat mich doch interessiert jetzt, sage ich mal. Und ja, hoffe, war schön, dass wir wieder dabei sein konnten. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein neues Visual Novel Projekt hier veranstalten. Bis dahin, ciao, macht's gut. Jo, tschö, tschö. Tschüss.